auf, Digga! Hä? Wollen wir, lass den mal aufhalten, oder? Digga. Guten Morgen, Leute. Willkommen aus Frankreich. Wir befinden uns in der Nähe von Nizza an unserer Crib. Wir haben da unseren hauseigenen Pool mit hauseigenem Flamingo, der da unten sein Unwesen im Wasser treibt. Na komm, das ist ein bisschen scheu. Das ist unsere Crib. Sieht die nicht krank aus? Sie ist fucking huge. Aber ihr denkt wieder, wir sind hier die Rich Kids. Aber zu acht, zu dieser Zeit, ist es wieder echt günstig. Es ist noch wirklich früh. Das kann man daran erkennen, dass sich hier Wassertropfen auf den Blättern befinden. Wir starten jetzt einen Breakfast Brab, denn wir haben alle sehr, sehr viel Hunger. Ihr könnt schon sehen, die Bikes sind hier ready, damit, wenn wir morgens hier rauskommen, die beste Aussicht genießen können. Wie ihr sehen könnt, above usual represent überall. Auch vor der Crib befinden sich Supermotos und ich zeige euch nochmal diesen neuen schönen Hoodie. Ab sofort verfügbar unter www.seeky.shop. Auch verfügbar, nur solange der Vorrat reicht, die Handschuhe, die gab es lange nicht mehr. Wie gesagt, nur solange der Vorrat reicht. Die Idee war, so Need for Speed Cover zu machen. Most Hated, Supermoto on the Edge, No Limits. Und vorne einfach nur ein bisschen schlichter. Das ist ein Merch Hoodie und der hat echt nice Qualität bekommen. So viel dazu. Das geht jetzt hier richtig los. Achtung, 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 Achtung. Die Rasselbande startet. Ich freue mich auf den heutigen Tag. Was uns dieser so bringen wird, das werden wir jetzt noch herausfinden. Was mir schon mal sehr gefällt, ist diese kleine Zufahrt hier mit dieser kleinen Offroad-Section. Junge, was denken sich diese Nachbarn? Hier kommt einfach so eine Biker-Gang aus dem Wald raus. David, du siehst aus wie der größte Hardcore-Allmann. Ging der Rucksack eigentlich noch enger zu, oder? Nee, ne? Ich will jetzt was essen. Das sieht echt aber gut aus, Alter. Ja, weil ich da auch schon Reibzeit heute Morgen. Ja, du darfst nicht reiben, Bruder. Hör auf damit. Bist du blöd? Dein Auge ist knallrot. Denkst du, es wird besser, wenn du reibst? Reib noch ein bisschen. Hallo, wer hat jetzt hier für mich was geholt? Ich hol deine scheiß Pizza. Ich dachte, ich stehe heute Morgen. Und so hat sich die Rasselbande etwas Frühstück gekauft, um gut in den Tag zu starten. Oh, Chicolinis! Okay, Jungs, es geht los. Seid ihr bereit? Seid ihr bereit? Junge, das ist voll die Wucht hinter. Ich hab den, glaube ich, einmal um die eigene Achse gedreht gerade. So, jetzt haben wir hier Spaß. Was denn? Das ist wireless. Davon habe ich schon gehört. So, ja, machen Sie mal bitte hier voll. Braucht noch jemand ein bisschen Sprit? David Bost on fire. Der hat mir für 20 Euro da bezahlt und ich habe schon 15 Euro. Hat der 3 Liter oder so, weil ich reingetankt, der Arme, der ist richtig piss. Und ich noch so, bin ja fast voll. Bonjour. Ha? Bien? Alemann. Alemann. Meinst du Alemann? Alemann. Ah ja. Alemann. Ja, ja, ja. Okay, Jungs, bevor es jetzt so richtig losgeht, erweitert sich die Gruppe um ein weiteres Mitglied, was nicht da ist. Perfekt. Was macht der denn jetzt da schon wieder? Guck mal, David sitzt einen Haufen. Das müssen jetzt hier gerade beim Ständer hochklappen, diese Feder abgerissen. Perfekt. Hier, damit kennst du dich doch aus, mit Ständerproblemen. Rüdiger, nicht so tief. Ja, komm, David, das will ich jetzt sehen. Ihr seid aber auch dick und doof, ne? Okay, Jungs, noch ein letztes Mal diese Aussicht genießen. Jetzt geht es los. Wir fahren zum Rideout. Oh. Der Limbo-Fahrer hängt fest. Warte, ich komme mal wieder durch. Nur mein Helm war zu dick. Das hätte klappen können. Okay, Mädels, das Squad macht sich bereit für den Rideout. Wir sind jetzt hier gerade auf dem Weg zum Spot nach Nizza, mitten in der Rush Hour. Es ist todesviel Verkehr, aber... Hey, guck mal, da läuft eine Ratte über dem Zaun. Hast du die gesehen? Ich hab gesehen, gerade noch. Wie random. Kletterakrobat war das. Meine Bremse sagt den Autofahrern Bescheid, dass jemand kütt. Ja. Das macht so Alarm. 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 Gesundheit. Danke. Ich muss durch. Ey, guck mal da, die wurde ausgeraubt, Digga. Hä?
Hä? Wollen wir. Lass den mal aufhalten, oder? Digga. Hey! Stopp! Digga, der wollte ja. Drop it! Drop it! Drop it! One! Run! Run! Boah, Bruder! Oh mein Gott! No problem. Digga, kommen voll die Leute, ne? Weiß nicht, wie das hier ist. Ah, lass mal weg hier. Ja, okay, die lachen nur. Hä? Was war das? Junge, ich hab das gesehen, die wurde doch abgezogen gerade. Ja! Aber die war völlig. Hä? Junge. Das Frankreich, ich sag dir, hier ist andere Welt. Die Typen am Zaun doch Nibans gewesen. Ja, ja. Der hat dich den falschen Tag ausgesucht heute, Junge. Kommen da so vier Supermotorfahrer vorbei, Junge, jetzt so Pech gehabt. Kein Dekor. Na, egal. Ich hab nur gesehen, ich hab auf den Typen geachtet und du schmeißt deine Karre weg. Ja, weil der abhauen wollte. Der hatte voll Schiss bekommen, hast du gesehen? Weil wir drei, vier Bikes waren. Normal, Junge. Ja, aber ich frag mich halt immer, steckt da mehr dahinter? So, ja, weiß man oder nicht, ne? Ist das einfach nur Armut so? Die war auch voll gelassen irgendwie. Ja, so als ist normal oder so. Was ist hier passiert nach einem Tag? Junge, hä? Die nicht mal danke. Oh, danke, danke. Nein, einfach so. Ja, die hat merci gesagt, aber ich check das auch nicht so ganz. Ich glaube, die dachte sich so, ja, da war jetzt nichts Wichtiges drin, aber trotzdem, Junge. Du weißt halt nicht, hat der Hunger oder so, aber dann klaue ich kein Geld, dann klaue ich Essen oder so. Da siehst du mal wieder, in Deutschland passiert sowas nicht. Sagst dir, keine 10 Jahre, dann haben wir Zustände wie in Frankreich. Das klingt jetzt hart. Gut, ja, lass mir einfach zu viel gefallen auch, ne? Ja, ja, genau. Unsere Justiz ist auch so, ja, läppsch einfach. Hey, Tat, mein Lieber. Ja. Ohne Scheiß. Boah, Junge, das ist so schräg. Jetzt war der raus. Ja. Ja. Ja, nicht schlecht. Alter, geil, Mann! Nicht schlecht. Das habe ich noch nie gesehen. Scheiße, Alter, ich habe mein Kennzeichen ab. Ist abgeflogen. Ja, weil ich so schräg war gerade. Ah. Das hat an der Seite geschliffen, was es ja eigentlich nicht kann. Amerika! Alemann! Alemann! Ja! Oh, der will hinten raus. No, 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 you have no helmet! No, no, no. Oh, no, no, no. GM, le supermoto. Moi, ich sehe. Where are your parents? Hey, lass mal jetzt bitte los! Sollen wir mal Stockys Kennzeichen wieder gerade machen? Ja, komm mal auch mal rein da, Junge. Nee, guck mal, er hat gar kein Licht vorne dran. Krank, wie viele wir wieder sind. Heutiger Aussichtspunkt. Monaco ist echt einfach so wie so ein kleines Dorf. Na, du kleiner Racker. Oh nein, hat hier Mann. Hat schon mal einen Platten. Scheiße. Junge, das kann da was nicht sein, Alter. Guck mal, der ist komplett tot. Ja. Das ist ultra warm, Junge. Immerhin eine gute Tat. Scheinbar war mein Karma so schlecht, dass nicht mal die zurückgegebene Handtasche. Und mein Karma war anscheinend auch nicht so gut heute. Ja, das sind einfach schlechte Menschen. In diesem Sinne, gönnt euch den Hoodie für neuen Schlauch. Jetzt zieht einfach ein Wheelie vorbei. Hallo. Ah. Digga, was passiert denn jetzt hier? Okay, au revoir. Okay.
So, der liebe Niklas ist da. Und jetzt geht's ab nach Hause, denn da gibt es Nudeln.